Ja, das Gefühl ist großartig. Mein Gutding braucht Langeweile, aber die Weile war sehr, sehr lange. 40 Jahre, bis wir es realisiert haben können. Ja, jetzt ist es angerichtet, wie man so schön sagt. Der ganze Druck ist abgefallen. Es hat alles geklappt, es ist alles fertig. Die Natur braucht noch ein bisschen, aber es ist wunderschön, es ist jedes Loch anders. So, jetzt, wo die Sonne raus ist, es ist einfach unglaublich schön, wenn zum Beispiel das erste oder das zweite Loch spielst und neben dir geht ein riesen Berg raus. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Und gerade für einen neuen Lochplatz ist er wirklich sehr tricky. Also, du hast sehr viele enge Löcher, wo du wirklich gute Schüsse machen musst. Deswegen ist er für mich auch immer wieder mal eine Herausforderung, da herzukommen zum Trainieren. Wir liegen auf 1509 Meter, ist der höchste Golfplatz Österreichs und wir sind total flach unterwegs. Also der ganze Platz hat eine Steigung von einmal vielleicht 7-8 Höhenmeter, dass ich gehen muss, und das ist alles. Ansonsten ist er entlang vom Lechbach super idyllisch eingebettet. Eigentlich die Natur hat das schon vorgeformt und wir haben es einfach noch ein bisschen angepasst, aber grundsätzlich ist das eigentlich immer schon so da gewesen, wie es jetzt da liegt, und wir haben noch nicht relativ wenig verändert und es ist einfach sehr, sehr naturbelassen. Der erste Eindruck ist ein sensationeller Platz, sehr, sehr tricky. Ich kann nur sagen Donnerschlag. Und herzlichen Glückwunsch. Every time I stopped and I looked around, there was another picture to look at, another picture to take. So I think that is outstanding. That can't be duplicated in too many places. Ja, es ist einfach die wunderschöne Landschaft, die Sie vom Winter kennen, lernen Sie jetzt im Sommer auch kennen, einmal die Leute. Sie kennen sie eigentlich nur von Bildern, aber man muss das gesehen haben, gespürt haben, gefühlt haben. Dieses saftige Grün, das kennt man eigentlich nur, wenn man wirklich auf der Wiese steht. Sehr schön angelegt, hier entlang des großen Berges. Ich kenne das natürlich vom Winter her, die Martlochabfahrt. Und am Fuße der Martlochabfahrt liegt eben der Golfplatz. Ich denke einfach, er passt. Er ist vom Schwierigkeitsgrad her ähnlich wie die Skipisten, die ja auch nicht ganz einfach sind. Es gibt natürlich einfachere, aber ich denke, das Niveau Skipiste, das Niveau Golfplatz ist sehr ähnlich. Man muss genau spielen. Die Grüns sind sehr unduliert, also da waren Experte am Werk. Und deshalb wird es eine Golfdestination, weil man sagt, wenn du den Platz hier bestehst, wenn du darauf gut spielst, dann kannst du fast überall gut spielen. Jetzt kann man sagen, mit dem Golfplatz Lech haben wir ein ganz klares Sommerstatement abgegeben. Haben wir gesagt, wir stehen zum Sommertourismus in Lech und wir freuen uns auf den Sommertourismus. Musik